zum ersten Mal ist mir aufgefallen, dass ich richtig, wirklich Deutsche bin. Deutsche, Bio-Deutsche. Ist es, als ich nach Wien gezogen bin und ich ständig als Piefke bezeichnet wurde. Und zwar nicht nur von Leuten, von denen ich es erwartet hätte, dass es für sie sehr notwendig ist, und deren Identität sich abzugrenzen, sondern auch sehr viel von Leuten, die sich durchaus als links und jung und queer bezeichnen würden. Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack dessen gewesen und ist es immer noch. Also hört einfach damit auf, liebe ÖsterreicherInnen. Das ist ein kleiner Vorgeschmack dessen, was Menschen erleben müssen tagtäglich, wenn sie nur ein bisschen anders aussehen als die weiße Bevölkerung oder anders sprechen als die weiße Bevölkerung. Und mir hat das schon ziemlich gereicht. Und wenn ich jetzt an den Begriff Bio-Deutsche denke, ich würde mich nicht als Bio-Deutsche bezeichnen. Niemals würde ich mich als Bio-Deutsche bezeichnen. Aber es ist ein Framing, das ich durchaus gerechtfertigt finde, wenn Menschen mit Migrationshintergrund das machen. Und wer sagt, dass Sprache keine Macht hat und es nicht wichtig ist, wer spricht und sich zum Beispiel gegen das Gendern wehrt, der sollte sich den Begriff Bio-Deutsch anschauen. Wenn jetzt jemand mit Migrationshintergrund mich als Bio-Deutsche bezeichnet, dann ist das wahrscheinlich ironisch gemeint, distanzierend gemeint, vielleicht verächtlich gemeint. Und wenn das Wort jetzt umgedeutet wird, und anscheinend ist es so, von blonden, blauäugigen, strammen Jünglingen, also Nazis, dann ist es mit Stolz gemeint. Und da fällt mir eine Idee von den Nazis ein, die ich ganz gerne umdeuten würde. Der große Austausch. Ich fände das eigentlich eine ganz tolle Idee. Und falls irgendeine Organisation oder auch Privatpersonen Bock hätten, einen großen Bevölkerungsaustausch mit mir zu organisieren, dann bitte melden.